Hallihallo, Hallöchen, herzlich willkommen zurück und moin moin, ich bin's wieder, eure Thimbletech. Und ich habe euch heute einen kleinen, aber feinen Action-Haul mitgebracht. Er ist nicht riesig, es ist kein Papier dabei, aber beziehungsweise kein Designpapier dabei, aber ein bisschen was habe ich gefunden, was noch nicht in meinem Repertoire vorhanden ist. Und zwar, wo fangen wir denn an? Wir fangen mal an mit Glitzerkram, würde ich sagen. Glitzerkram ist immer super. Ich habe mir das hier gegönnt, das Matt Metallic Glitzer Set, also zum einen für Schüttelkarten mit diesen zwei Reihen und zum anderen mit dem Glitzer hier, denn ich möchte da ganz viel ausprobieren mit Glitzer in nächster Zeit und deswegen, ja, habe ich mir gedacht, das ist doch eine gute Idee und ich fand die Farben schön, voll meins, so hier so schwarz, Mitternachtsblau, ich bin mir nicht so sicher, was es genau ist. Ja, auf jeden Fall meins und deswegen musste das mit. Ja, das ist noch nicht der einzige Glitzer. Ich habe ebenso noch dieses hier gekauft. Bin mal wirklich sehr gespannt, wie ich das verwende und ich werde euch da mit Sicherheit auch mitnehmen. Aber ja, die Farben mussten einmal mit. Ich mag halt blau und grün, ne? Was soll ich tun? Und dann noch das Set hier. Die mussten alle einmal mit. So, dann habe ich wie immer meinen Bestand aufgefüllt für Fotos ausdrucken und für Sparspiele. Und zwar habe ich wie immer zweimal Glossy, ja, man sollte es auch richtig machen, Glossy Fotopaper mitgenommen. Ne? Also, wie gesagt, Bestand auffüllen, immer ganz wichtig. Brauche bald wieder dickeres Grammpapier, aber ja. Dann habe ich ebenso noch weiter aufgefüllt. Jetzt finde ich Packung 2 nicht. Doch, da. Die hier kann man auch nie genug haben, ne? Naja, ein bisschen gelitten, würde ich sagen. Egal. Aber davon kann man nie genug haben. Brauchte ich wieder beide als Nachschub. Sind auch mit im Einkaufswagen gelandet. Dann habe ich mich sehr gefreut. Denn dann habe ich Dinge bekommen, die ich unbedingt haben wollte. Weil ich ja, ich stempel ja für mein Leben gern in ganz vielen verschiedenen Farben. Und ich habe ja gerne für jeden passenden Hintergrund sozusagen die passende Farbe. Ich rede heute viel zu schnell, es tut mir leid. Und da habe ich zum einen das hier bekommen. Ich kann ja mal die anderen zum Vergleich rausholen. Platz schaffen, weil ich nicht mehr genug Platz dafür habe. Es ist grausam. So, grün war vorher dieses hier und hier ist jetzt auch braun mit drin, was ich super finde. Aber das waren die Farben von vorher in grün und das sind die Farben. Achso, ja, man sollte es auch unten abmachen. Das sind die Farben von jetzt. Oh, sie haben auf jeden Fall schon ein bisschen. Was verändert? Ist das alles Pappe? Ja, es ist alles mit Pappe und nicht mehr mit Plastik. Die Änderungen finden statt. Also, hier haben wir den Unterschied. Pine Tree nicht dabei. Es sind komplett andere Farben. Ich glaube, 37, hier ist jetzt 85 bis 96 und hier ist 37 bis 48. Ja, also das sind die neuen, das sind die alten. Ja, jetzt sehen da ein bisschen ähnlich aus, wenn man jetzt die beiden hier so nebeneinander hält. Ja, doch, ein ganz leichter Unterschied ist das schon zu sehen. Ja. Aber ja, jetzt sieht man auch nochmal von der Packung den Unterschied. Hier ist es noch alles in Plastik. Hier ist es schon alles in Papier. Ich finde das super. Da haben wir schon mal den Unterschied grün und grün. Dann habe ich natürlich auch das gelbe Set bekommen. Beziehungsweise da ist auch grün mit drin. Wann endete das Set hier bei 48? Und das hier fängt bei 49 an. Wisst ihr Bescheid? Hier kommt jetzt die 49. Achso, ja, wieder der Aufkleber. Timbel, lernst du dazu? Nee. Null. Never. Es will auch nicht ab. Wo ist das Cuttermesser, wenn man das braucht, ne? Er will nicht, Freunde. Es will einfach nicht abgehen. Ich sehe mich nachher schon meine Fingernägel wieder neu machen.
Nummer 1. Das ist oben noch dran. Ich drehe noch durch. Ne, das lasse ich jetzt. So. Aber da erkennt man dann, das fängt dann mit der anderen an und geht bis 60. Jetzt bin ich gespannt, ob was... Ja. Mhm. Also, das hier geht bis 60. 49 bis 60. Ja, und hier ist auch wieder so ein Braun dabei, was wir noch nicht haben. Und auch Gelbtöne. Ja, die sind schon ziemlich ähnlich den anderen beiden. Denn das Gelbe war vorher das hier. Und das fängt mit der 61 an. Also es kommt quasi direkt danach. Ja. Also ich finde es super, dass da jetzt andere Farben mit bei sind. Auch so ein dunkles Rot finde ich klasse. Fehlt mir immer wieder. Gefühlt. In dem anderen ist auch ein dunkles Rot, ne? Aber ich mag es, wenn mein Farbspektrum breiter wird. Ja. Die gelben. Und dann natürlich habe ich auch Rot-Pink bekommen. Das fängt mit 61 an. Und zwar nach dem Gelben von der letzten Charge. Ich wollte schon wieder so aufmachen. Ich lerne wirklich nicht dazu. Da haben wir es. 61 bis 72. Das sind die Farben, die dabei sind. Auch so schöne Skin Colors und Vintage Rose. Oh, auch schön. Schön, schön, schön. Das sind die alten Farben. Die beginnen direkt danach. Nee, gar nicht. Das ist 13 bis 24. Hab was Falsches erzählt, ne? Ich Dulikopf. Ja. Das sind die anderen Farben, die es letztes Mal gab. Ist alles schon recht ähnlich, ne? Hat alles andere Namen gekriegt, aber ja. Das Farbspektrum wird einfach wirklich ein bisschen breiter. So, und dann zu guter Letzt natürlich auch noch die blauen. Natürlich. Warum muss das eigentlich hier festgeklebt sein? Die anderen waren doch auch nicht festgeklebt. I don't know. So, das sind die blauen. Die fangen dann mit der 73 an. Genau. Intense Black. Oh, Grautöne. Ich bin ein großer Fan von Grautönen. Davon kann man nie genug haben. Lila. Oh, schön, 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 schön. Oh, Scandinavian Blue, Winter Coat. Tolle, tolle Farben. Was haben wir hier dabei? Ja, ähnlich, ne? Ähnlich like always. Also die sind schon alle sehr nah an den anderen dran. Aber doch ein bisschen unterschiedlich. Ja. Ja. Alle neuen Farben dabei. Das waren die alten. Das sind die neuen. Die vier neuen Sets haben wir. Ja, wie gesagt, ich brauche immer viele Farben dazu. Und ich kann nicht hunderte von diesen super teuren Stempelkisten haben. Da werde ich arm, ich sag's euch. So, dann gab es für mich neue Stanzen, Freunde. Also ich habe sie noch nicht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber die waren für mich neu und deswegen musste ich sie alle haben. Und zwar zum einen diese Rahmenstanze hier. Die finde ich schon mal super. Und ja, die natürlich. Also ich konnte nicht dran vorbei. Ne? Dann diese hier. Das ist natürlich wirklich richtig klasse, denn sowas suche ich ja ständig. Hier ist noch so ein Rahmen drumherum. Finde ich klasse. Ja, sowas brauche ich wirklich häufig. Häufig, häufig. Dann diese hier, wie so ein Spinnennetz, finde ich. Also so gefühlt in meinem Kopf ist das wie so ein Spinnennetz. Dann, ich muss mal hier hinlegen, dann seht ihr die nochmal. Diese hier. Für mich impliziert das immer, also ich denke immer in so Formen und Worten. Das ist für mich wie so eine Sprechblase. I don't know why. So, und dann ein Sternchen. Sternchen sind immer toll. Und dann noch Winkel und zu guter Letzt nochmal Vierecke. Ja, ich finde es klasse. Ich konnte nicht dran vorbei. Die mussten alle mit. Taschengeld am 2.12. direkt verbraucht. Ich sag's euch. Schlimm. Schlimm, schlimm. So, dann gab es auch für mich neue Aufkleber. Und da ich ja in meinem Bullet Journal immer mehr eintauche und in meinem Happy Planner unterwegs bin, kann ich ja ohne Aufkleber eh nicht mehr leben. Für Karten benutze ich die ja kaum. Und ja, deswegen gucken wir uns die mal an. Und zwar habe ich einmal dieses Set hier. Ja, das ist so ein bisschen Bullet Journaling, kann man sagen. Ne? To-Do-List und so mit Wochentagen. Ja.
Mealplan und so. Ja, das auf jeden Fall schon so in die Richtung Morning-To-Do-List. Ja. Dann kam noch dazu, dieses hier ist ein Happy Birthday Set anscheinend, aber es ist für mich so ein bisschen, ja, so der englische Stil in meinen Augen. Mit Tee und nochmal alten Backsteinhaus. Have a nice day. Ja. Bisschen der britische Stil. Dann haben wir hier noch ein Eichhörnchen und Fuxi Set. Bin ich ja immer großer Fan von. Ich mag Eichhörnchen, ich mag Fuchsis. Und Füchse, Entschuldigung. Ich sage immer Fuchsis, weil ich das niedlicher finde. Ich verniedliche alles. Macht euch bitte nicht lustig darüber. Oder sagt mir böse Sachen, weil ich Fuchsis sage anstatt Füchse. Ich weiß, dass das Füchse heißt, aber in meinem Kopf sage ich immer Fuchsis. Und deswegen ja, passiert das hier auch schon. Das finde ich mega schön. Also das sind wirklich total schöne Aufkleber, finde ich. Richtig klasse. So, dann haben wir hier... Ich würde jetzt sagen, Schneetiere, das sind auf jeden Fall weiße Tiere. Auch super, super schön. Gefällt mir richtig. Bei den Sachen bin ich immer noch so, was mache ich damit? Aber gut, man kann nicht für alles Ideen haben. Ich finde es auf jeden Fall auch. Also Winter ist natürlich, ich mag sowas sehr. Ja, dann, da war eine Pizza drauf. Das konnte nicht zu Hause liegen bleiben. Genau, es konnte nicht da liegen bleiben. Ja, so ein Picknick, würde ich sagen, ne? Bisschen herbstlich angehaucht. Delicious and fresh. Hotdog-Stand, richtig cool. Ja, dann noch so mal herbstlich angehaucht. Pumpkin Spice, ne? Ja, fand ich auch richtig hübsch. Hat mir gut gefallen. Auch so der Regenschirm, finde ich halt klasse. Ist voll so meins, so das herbstliche Kerze dabei. Super klasse. Und dann natürlich, wie kann es anders sein, an einem Piratenset komme ich ja nicht vorbei. Ne? Also erstens maritim und zweitens Piraten sind halt einfach cool. Ich glaube, es gibt niemanden, der Piraten uncool findet. Ich lese gerade wieder ein Buch mit Piraten. Ich muss gerade überlegen, wie es heißt. Ein Buchclub. Ich habe schon vergessen, wie es heißt. Es ist schlimm. Also mein Gedächtnis. Weit über der Smaragdgrünen See. Das ist mit Piraten. Das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Buch. Ich bin schon wieder fast 40% durchgehört, glaube ich. Ja. Ich finde es schön. Also vor allem hier unten der Anker, ne? Voll meins. Auch das hier. Ich finde es wirklich klasse. Das Set hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ja. An den ganzen konnte ich nicht vorbei. Die mussten natürlich alle mit. Und dann bin ich immer noch nicht fertig, Freunde. Also ich weiß, ich habe gesagt, ein kleiner Einkauf, aber ist es eigentlich auch. Also... Naja, gut, so klein ist auch wieder nicht. Aber es gab neuen Glitzer. Und ihr wisst doch, ich und neuer Glitzer. Ich liebe Glitzer. Glitzer ist toll. Ja. Tropfen. Ich habe noch keine Tropfen. Ich finde Tropfen super. Also doch, ich glaube, ich hab keine Ahnung, was ich habe. Ich habe zu viel davon. Es ist furchtbar. Ja, Tropfen. Ein Tropfen möchte nicht so sein wie die anderen. Und dann hier verschiedene geometrische Figuren und Herzen. Ja, die ganz kleinen sind natürlich immer super, aber auch mal größere dabei zu haben, da findet man bestimmt eine tolle Idee. Warum habe ich das zweimal dabei? Man weiß es nicht genau. Habe ich zweimal dabei. Das Ganze in so silberdurchsichtig, eher so gläsern. Dann das Ganze nochmal in lila Pink. Ich brauche mal richtiges Pink. Ich brauche richtiges, richtiges Pink. Ich finde kein richtiges Pink. Rosa. Und hier sind ein paar Pinke bei, aber auch nicht so richtiges Pink. Wisst ihr, was ich meine? Es ist schwierig. Es ist einfach schwierig. Ich brauche richtiges Pink. Ja. Aber, ja, das war's jetzt. Also, ich finde auch, das reicht. Das reicht doch, oder? Ja. Ich finde das eine ganze Menge. Freunde, was sagt ihr? Was hat euch am besten gefallen? Ich glaube, für mich sind es die Stempelkissen. Die Stempelkissen sind... machen meine Range wieder weiter, würde ich sagen. Obwohl Glitzer natürlich auch super. Aber ja, das ist mein heutiger Einkauf von Action. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Sage hoffentlich bis zum nächsten Mal. Eure ThimbleTech. Bye, bye.